Docs fragt, wo sind die Blumen? Welche Blumen? Wir haben keine Blumen. Bei uns gibt es keine Blumen. Oder? Ich weiß auch nicht, was für Blumen sind. Obstkörbe haben wir. Aber wo ist der Obstkorb? Bei uns gibt es jeden Tag einen frischen Obstkorb, aber Blumen? Also 642 fragt, wo ist der Obstkorb? Ich glaube, der ist vorhin im Müll gelandet. Scheiße, ja. Der frische Obstkorb ist im Müll gelandet, weil da die Fliegen drauf waren. Und dann haben wir gedacht, das können wir nicht nochmal machen. Axel, erklär doch mal die Wasserflatrate. Wasserhahn auf, Wasserhahn zu. Und jeder hat freien Zugang zum Wasserhahn, wie er gerade möchte. Das darf hier jeder. Ist die Gesundheit ist halt einfach an höchster Priorität. Absolut. Kann man nicht anders sagen. Mir liegt die Mitarbeit, die Gesundheit der Mitarbeiter am Herzen. Deswegen Wasser, so viel man möchte. Such dir noch Mitarbeiter. Ah, zurzeit, wir sind sowas von in diesem Social-Media-Ding drin. Wir bekommen so oft Anfragen, ob wir Mitarbeiter uns vergrößern wollen. Aktuell haben wir ein Niveau, wo wir sagen, keine Mitarbeiter. Warum sollte ich gerade bei Ihnen anfangen zu arbeiten? Das ist doch dein Bereich. Jetzt warum, Axel? Was bietest du? Weil wir haben die besten Benefits in der gesamten Region. Das ist doch klar. Ja, auf jeden Fall. Was sagt ihr zu Zeitarbeitsfirmen? Vielleicht ein guter Einstieg ins Berufsleben, wenn man Glück hat, aber ich glaube ganz oft nicht so doll. Wir haben bis jetzt von Zeitarbeitsfirmen nicht so viel Gutes gehört und arbeiten auch nicht mit Zeitarbeitsfirmen zusammen. Ja. Also das ist immer so ein bisschen, man hat immer das Gefühl, dass da noch dazwischen einer hängt, der an der Arbeit verdient, anderer und eigentlich dafür keine richtige Leistung bringt. Aber vielleicht ist das auch ungerecht. Ja. Wie kommt ihr auf die Idee mit Videos, mit dem Chef und so weiter? Ja. Also irgendwann vor, es ist jetzt fast ein Jahr, da sind wir ziemlich bei 11 Monaten, haben wir einfach angefangen. Ihr könnt aber auf unseren TikTok-Account nach unten scrollen, auf die ersten Videos. Da haben wir einfach angefangen, Scheiße zu machen. Das ist wirklich cringe, wenn man sich das anguckt. Und da hat sich dann irgendwann diese Gen-Z-Mitarbeiter-Chef-Dynamik draus ergeben. Und da sind wir jetzt irgendwie hängen geblieben und haben gemerkt, das funktioniert, das kriegen wir irgendwie so mit. Ich merke ja, wie Axel mich behandelt. Das ist einfach alles aus dem echten Leben gegriffen, ist ja klar. Nee, natürlich nicht, aber da hat es sich eigentlich draus ergeben. Und das machen wir jetzt jeden Tag 2 Videos plus seit neuesten Mittwochs immer ein YouTube-Video. Ja. Ich habe Mitleid mit... Warum hast du denn Mitleid mit Axel? Was ist denn mit Axel? Yes, mehr. Der Sascha Wahlenkamp, Sascha Wahlenkamp, du bist mein Mann. Ich finde, du hast das Gefühl an dem richtigen Fleck. Nee, das Herz. Ist er wirklich dein Chef? Ja, das ist tatsächlich mein Chef. Hab dich letztens in Sperrin gesehen, bestimmt Timo, ne? Ja, höchstwahrscheinlich. Du läufst nicht so viel raus. Nee, du musst eigentlich vom Auto ins Büro. Ich finde eure Videos mega. Dankeschön. Cool. Also, wenn ihr uns seht, immer ganz cool. Ich war jetzt letztens am Wochenende in München und da wurde ich angesprochen auf dem Bahnhof in Hamburg, ob ich das bin. Immer ansprechen, ja. Ist ein schönes Gefühl. Mein Beileid. Von Bob. An wen denn? Ich glaube an mich, dass du mein Chef bist. Echt? Oder ich glaube Bob meint mich, glaube ich, oder? Ich weiß ja nicht. Also ich habe noch irgendwas gelesen. Sind die Storys, die ihr macht, aus dem realen Leben? Ich glaube, viele Leute haben es schon erlebt, aber tatsächlich denken wir uns das meiste irgendwie so aus. So aus. Aber halt so, dass man sagt, genau das könnte passieren. Ja. Genau das passiert im echten Leben. Also vielleicht muss man mal ganz kurz erzählen, wie es überhaupt dazu gekommen ist, weil gefragt wird immer, warum wir überhaupt dieses machen. Unsere Agentur besteht schon seit 13 Jahren? Ich glaube vielleicht auch, was für, sagen wir schon seit 3 Jahren, dass 13 Jahre sind? Auf jeden Fall schon. Eine ganze Weile. Timo ist vor mir weggelaufen, traurig. Also, okay. Also wir sind Sunny, nächstes Mal Timo antippen. Du musst ihn antippen. Und sagen, am meisten steht da drauf, wenn du sagst, darf ich ein Foto mit dir machen? Ja, ganz genau. Und wir haben vor 13 Jahren, also seit 13 Jahren sind wir schon dabei und vor 1,5, 2 Jahren hat Timo schon gesagt, wir müssen das machen oder schon länger, schon vor 2 Jahren, 3 Jahren, wir müssen mehr in Social Media rein, weil wir in unserer Agentur auch mit Social Media zusammenarbeiten. Und so ist es gekommen, dass er irgendwann gesagt hat vor einem Jahr, pass auf, ich möchte jetzt, dass wir Social Media machen. Ich hatte damit gar nicht so viel am Hut, wenn ich ehrlich bin. Und, aber Timo hat mich dazu gezwungen. Und dann haben wir gesagt, wir machen's. Und insofern liegt das alles bei Timo in der Hand. Der organisiert das alles und macht das alles. Und ich kriege immer auf den Tisch, was ich machen muss. Und so ist es dann auch. Und so entstehen dann auch die Geschichten. Also die sind hauptsächlich in Timos Kopf. Ich finde das ja alles gar nicht so. Ich habe ja die Frage, welche Serie hast du auf Netflix eigentlich geschaut, Timo? Du meinst in dem Video letztens, das war Breaking Bad. Und sonst, was ich generell als letztes geschaut habe, war es The Days. Das ist eine koreanische Serie, die das Atomunglück von, wie hieß das da? Ich weiß nicht, wie heißt der Ort? Das ist ein Atomkraftwerk in Japan irgendwie, was da... Ach so, ja. Wie heißt das jetzt?
Fukushima, genau. Das war Babsi übrigens. Ja, das war die Babsi im Hintergrund. Ich glaube, wenn sie winkt über den Bildschirm heraus, dann sieht man sie, glaube ich, sogar. Ja, man sieht die Hand winken. Ja. Wo denn? Womit verdient ihr eigentlich euer Geld? Das ist mal eine Frage für den Chef. Wir sind eine Agentur. Wir sind eigentlich eine Marketingagentur, die alle Werbegeschichten abdeckt. Also letztendlich machen wir Flyer und Plakate. Das ist das, was ihr sofort sehen würdet. Aber unser Kern ist eigentlich, dass wir eine Marke aufbauen. Also es kommen Unternehmen zu uns, es kommen Städte, Gemeinde oder sowas zu uns, irgendwelche Vereine und sagen, wir möchten gerne das und das Ziel erreichen, wie kommen wir dahin? Ja. Und dann fangen wir an, eine Strategie und eine Kampagne zu entwickeln, die alle Sachen abdeckt. Also Social Media, Zeitung, die alles mit einschließt, von irgendwelchen Hochglanzbroschüren über ich weiß nicht was alles. Also alles, was man sich so vorstellt. Aber wir machen eben auch eine Werbung auf der Scheibe von einem Unternehmen. Oder also alles, was mit Werbung zu tun hat, machen wir. Aber seit einem halben, dreiviertel Jahr machen wir vor allen Dingen Social Media. Das nimmt unglaublich viel Zeit in Anspruch. Ja. Das ist auf jeden Fall immer mehr unser Fokus jetzt. Ne? Auch, ja. Dass man, weil da kommt nämlich gerade die nächste Frage, was ich gesehen habe, hat euch TikTok zu mehr Kunden verholfen? Ich glaube indirekt aktuell ja. Also, dass das halt diese Wahrnehmung ist, die es erhöht, die Kompetenz, die es ausstrahlt, gerade im Social Media Bereich, dadurch, dass wir als Agentur sagen, wir sagen nicht nur, wir wissen, wie es geht und macht das, sondern wir können es selber zeigen. Ich glaube schon, dass das indirekt so ein bisschen dazu beiträgt. Und das natürlich auch mit Leuten in Gesprächen, die sagen, hey, ihr macht das, könnt ihr das für uns auch machen? Das ist natürlich eine Frage, die aufkommt. Wir haben mit dem Gespräch, aber ich glaube, indirekt auf jeden Fall ja. Ja. Welches Sternzeichen bist du? Ich bin Löwe, glaub aber nicht an diesen Gedanken von Sternzeichen. Und ich bin Waage und ich glaube an den Gedanken vom Sternzeichen. Also insofern, wie habt ihr euch kennengelernt? Timo ist zur Firma gekommen über meinen damaligen Geschäftspartner. Wir sind Fremde oder verschiedene Wege gegangen und Timo ist durch die Bekanntschaft mit meinem ehemaligen Geschäftspartner gekommen und ist dann einfach hängen geblieben. Ja. Wie viele Mitarbeiter habt ihr? Wir sind insgesamt 4. Wir sind insgesamt 4 Leute. Und jetzt gerade anwesend hier im Büro sind wir jetzt gerade 3. 3, ja. Da haben wir den Axel, ich, Timo und im Hintergrund noch. Wo ist denn Babsi? Wie wir sie immer nennen, unsere Babsi, aber die heißt da eigentlich gar nicht Babsi. Babsi muss mal ganz schnell herkommen. Will Babsi einmal Hallo sagen? Wir holen mal Babsi ganz kurz her. Die soll mal hier hinkommen und mal kurz in die Kamera gucken, damit ihr seht, dass Babsi auch tatsächlich da ist. Da kommt Babsi. Genau, da ist YouTube-Kamera und da ist TikTok-Kamera mit Zeitverzögerung. Also ja, Babsi. Ich weiß gar nicht, wo ich hingucke. Da ist YouTube und da ist das grüne Handy, das ist TikTok. Ja, genau. Das ist unser Babsi. Ist Timo stellvertretender Chef? Nö. Also, du sagst mal, es gibt sogar nicht diese klassischen Stellen bei uns. Diese ja, genau. Also bei uns, wir haben nicht diese klassische Hierarchie, wie man sich das vorstellt, sondern bei uns, wenn man TikTok zum Beispiel oder die Social Media nimmt, ist Timo der Chef. Ich mache das, was er sagt. Also da gibt es gar nicht irgendwie. Wir reden zwar darüber und ich kann auch mal eine Idee abgeben, aber ob er die nimmt oder nicht, das ist seine Sache, nicht meine. Und Axel ist immer der Chef, wenn irgendwas schief geht eigentlich. Dann bin ich auf jeden Fall der Chef. Also wenn es sich zu entschuldigen gibt, bin ich immer auf jeden Fall der Chef. Genau. Ist Babsi deine Schwester? Nein. 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 Babsi ist aktuell unsere Praktikantin seit, oh Gott, ein paar Monate. Seit April. Seit April schon, also ja. Unsere Langzeitpraktikantin. Aber das geht jetzt gerade so über in die Firma. Also ich glaube, ab 31. August ist sie nicht mehr Praktikantin, oder? Sie gehört sowieso schon zum Team und ab 1. September ist sie richtig im Team. Also Babsi bleibt uns lange erhalten. Sie hat noch eine interessante Frage. Timo, hast du denn wirklich die Einstellung zur Arbeit, wie du sie spielst? Ich glaube, das ist so 50-50. Ich glaube, ich verhalte mich nicht so. Also ich bin so, dass ich sage, Arbeit gehört dazu. Ich würde, auch wenn es darauf ankommt, arbeiten gehen, um Geld zu verdienen. Mir kommt es nicht darauf an, dass das alles immer das Ideal, das Perfekte ist und so, sondern Geld verdienen ist die höchste Priorität. Aber ich habe, glaube ich, schon diesen Gedanken von Gen Z so ein bisschen drin, dass man sich nicht runtermachen lässt, dass man gucken muss, was man wert ist, keine unbezahlten Überstunden. Also ich glaube, ich bin da so ein Mittelweg. so ein Mittelweg von den ganzen. Hört sich alles nicht gut an, ne? Finde ich auch nicht. Seid ihr in Schwerin? Wir sitzen in der Landeshauptstadt von MV. Alles, was ich will, ist Axels Halbglatze sehen. Da ist sie! was sind super Benefits? Gute Benefits?
super Benefits. Ja, das ist im Prinzip, das müsst ihr immer selber, das ist auch individuell für jeden anders. Der eine sagt, wenn ich ein Firmenfahrrad kriege, ist das super. Und wir hören auch ganz oft ein super Team, eine schöne Atmosphäre ist super. Beides kann aber auch für den anderen wieder normal sein, schwer zu sagen. Aber das Wichtigste ist natürlich, neben einem guten Gehalt, ist einfach der Obstkorb. Ganz klar, oder? Obst ohne Obst. Aber das ist eine Voraussetzung, ohne Obst ja. Wirklich nichts. Wie alt seid ihr? Wie alt bin ich? Ich bin 25 geworden. Und ich bin fast 60. Und will Babsi das auch sagen? 25. Auch 25, 25, 60. Timo ist so mächtiger, ein Kluger, ich weiß ja nicht. Nee, der ist auch klug. Der ist auch klug. Also Timo wird immer unterschätzt. Ihr dürft bei Timo nicht vom Äußeren gehen. Der wird immer unterschätzt. Ich bin froh, dass ich ihn habe. Ist es ein Benefit, wenn ich ein Handy mit GPS-Überwachung bekomme? Also das Handy ist, glaube ich, kein Benefit, aber die GPS-Überwachung. Da bist du immer auf der sicheren Seite. Was ist euer Beruf? Wir sind eigentlich eine Werbeagentur. Ich bin Webentwickler und Mädchen für alles nebenbei. Und ich bin eigentlich ursprünglich mal Gastronom gewesen und bin hier so reingerutscht. Ja, und Babsi ist gerade unsere Praktikantin. Ja. Ja, und was? Aber und Babsi hat mal studiert. Und das ist eigentlich unsere Akademikerin hier. Ja, stimmt. Und ich bin Webentwickler, aber eigentlich gelernter Verkäufer. Genau. Also von daher und ich alles durcheinander. Und ich habe mal Veranstaltungen gemacht und eine Brauerei gehabt. Also was? Wir decken hier eigentlich alles ab. Seid ihr echt Kollegen oder Familie? Wir sind Kollegen. Wir arbeiten ja, zusammen. Ja, aber es ist schon sehr familiär, das muss man schon sagen. Bist du wirklich so ein schlechter Boss? Auf jeden Fall. Knallhart. Ich bin knallhart. Also wir stellen es doch immer gut da. Ja. Dachte, Axel ist der Chef. Ja. Manchmal. Kommt auf den Tag an, ne? Manchmal. Also immer wenn es Stress gibt, bin ich es auf jeden Fall. Wie lange will Axel noch arbeiten vom Alltag her? Das ist mal eine interessante Frage. Wie lange willst du noch arbeiten, Axel? Für mich ist das irgendwie so gar keine Arbeit. Für mich ist das irgendwie ganz normal. Ich bin seit über 40 Jahren selbstständig und ich kenne das gar nicht anders, als zu arbeiten. Ich habe eine Woche im Jahr Urlaub, das machen wir gerade nächste Woche. Und sonst, ich arbeite immer, weil es auch Spaß macht. Ich mache das, was mir Spaß macht. Ich glaube, ihr habt einen guten Einfluss auf den deutschen Arbeitsmarkt. Es kommt wahrscheinlich auch an, welche Seite des Arbeitsmarktes du fragst. Ja, genau. Ich glaube, wenn du die Chefs fragst, dann möchten die uns am liebsten löschen. Und ja. Die Mitarbeiter finden uns ja, genau. Ganz gut. Ja.